Servus Busbastler, es ist immer noch schweinekalt. Boah. Deswegen werden wir heute mal ein paar Sachen machen, die man auch in der Busbastelbude machen kann. Das Gute nämlich, wenn man sich sehr viel Zeit lässt, so wie ich mit seinem Innenausbau, dann bemerkt man schon Dinge, die nicht ganz so optimal sind, noch bevor der Ausbau fertig ist. Zum Beispiel diese Deckel hier für meine Seitenkästen sind ja mit Klavierband hier an dem mittleren Modul angebaut. Jetzt bin ich im Winter zum Beispiel meistens so unterwegs mit 5 Sitzen und eben diesem Heckmodul. Und dementsprechend sind diese Deckel hier so ein bisschen im Weg. Zum anderen habe ich festgestellt, dass durch dieses Klavierband, das ich hier auf der Seite habe, trägt es nochmal so diese 2-3 mm auf, sodass ich diese Kästen schlecht rausnehmen kann. Also werde ich mir vornehmen, diese Klavierbänder durch Topfscharniere zu ersetzen. Das heißt also, ich mache jetzt die Deckel an meinem Heckmodul ab und mache sie direkt hier an diese Kästen ran. Und dasselbe werde ich dann auch für dieses große Modul hier machen, aber das seht ihr dann gleich. So, was ich nämlich jetzt hier verbauen möchte, sind sogenannte Topfscharniere. Da habe ich mir einen ganzen Karton voll von Hettich organisiert. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen und ich habe jetzt natürlich hier, dadurch, dass ich hier nur relativ dünne Bretter habe im Vergleich zu sonstigen Küchenmöbeln, brauchte ich hier Topfscharniere für schmale oder dünne Türen. Die haben auch noch einen Softclose, das heißt, ich verspreche mir dadurch auch eine gewisse Dämpfung, dass die Sachen nicht so schnell klappern. Verschiedene Ausführungen für aufschlägig oder wie auch immer man das nennt. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Außerdem gibt es hier so eine Bohrschablone. Die fände ich auch ganz interessant. Ich habe das selber auch noch nie gemacht. Jetzt probieren wir das einfach mal aus und dann werden wir schon sehen, ob das klappt. Also diese ganzen Teile, die ich hier habe, wie sie heißen, wo man sie bekommt, da packe ich euch alles in die Videobeschreibung mit rein. Das Ganze mal auf einem Stück zu testen, das nicht tatsächlich in Einsatz kommt, sondern nur mal so zum Schauen, um die Tiefe einzustellen und was passiert denn da eigentlich, ist immer ratsam. Denn, wie man hier sieht, mit dem Forstnerbohrer bohre ich durch das Holz durch, zumindest mit dieser Zentrierspitze, bis ich die passende Tiefe erreicht habe. Also müssen wir ein bisschen improvisieren.
Ich war jetzt gerade beim Baumarkt, hat mir nochmal einen neuen Forsterbohrer geholt und werde jetzt ein bisschen Werkzeugmacher spielen. Der Plan ist jetzt also der, mit einem normalen, intakten Forstnerbohrer mit Spitze erstmal so bis zur Hälfte eine Führung vorzubohren und dann mit dem modifizierten ohne Spitze, dass der dann sozusagen in der Führung des vorgebohrten Lochs läuft und dass ich mit dem dann die Tiefe dementsprechend einstellen kann. Tut's auch. Mission erfolgreich. Also die Scharniere sind verbaut, sieht auch alles sehr, sehr cool aus und wenn ich jetzt den Deckel fallen lasse, macht es nicht mehr laut Peng, sondern klack, cool. Und falls ihr euch gefragt habt, wie man das einstellt, da habt ihr auch hier wieder diese Beschreibung mit dabei. Es gibt hier drei Möglichkeiten einzustellen. Zum einen die Befestigung hier. Damit kann ich sozusagen die Flucht bzw. die Geschwindigkeit hier einstellen. Dann gibt es diese Schraube, mit der kann ich die Türe in diese Richtung einstellen. Und die hintere Schraube ist dazu da, um quasi den Abstand hier hinten einzustellen. Bei diesem Modul hier ist der Deckel natürlich ein bisschen größer und dementsprechend auch schwerer. Auch hier mache ich jetzt einfach diese Topfscharniere rein. Die hier funktionieren zwar auch ganz gut, sind aber nicht so genau. Und deswegen mache ich das jetzt einfach alles einheitlich. Damit das hier nicht so runterknallt, werde ich hier wahrscheinlich einfach 4 von diesen Scharnieren verbauen. Thank you.
noch ein kleiner Tipp zum Einstellen: immer von Hand schrauben. Also wie befürchtet, das Ding hat schon ganz schön Masse. Es gibt da zwar so einen Hinweis, welche Länge von Türen, wie viele von diesen Scharnieren adäquat tragen würden, also die Anzahl der Scharniere. Aber das bedeutet natürlich normalerweise für Türen, die an einem Schrank dranhängen und nach vorne aufgehen, nicht wo das gesamte Gewicht der Tür auf diesen Scharnieren drauf liegt. Das heißt, ich glaube, ich baue da einfach nochmal zwei weitere ein. So, das Ganze jetzt auch noch ein bisschen feinjustieren und dann packen wir das Zeug mal wieder ins Auto. Top. So, jetzt ist also alles wieder drin. Tipptopp, hat soweit ganz gut funktioniert. Also viel weiter als vorher bin ich jetzt zwar nicht, aber ich habe es ein wenig verbessert. Jetzt kann ich rangehen und dann bald Ihnen auch mal weitermachen. Bleibt dran, abonniert, liked und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!